Grüßt euch, herzlich willkommen hier zu Santiago's Adventskalender. Ich bin Alexander Parisch, alias der Mücke aus Berlin Tag und Nacht. Ja, ich wünsche euch hier natürlich schöne Tage und viel Spaß beim nächsten Türchen. Was steht an? Wir warten jetzt auf Santiago. Wir sind nämlich mit ihm verabredet. Und ja, gucken wir, ob wir noch irgendwie ein Video drehen können oder so. Oder vielleicht irgendwo ein cooles Eis essen. Irgendwie mal sehen. Irgendwas machen wir schon. Irgendwas fummeln wir. Ja, dann schwenken wir rüber hier. Yes. Guck doch, unser Freund. Heute wart ihr zu früh. Letztens habe ich eine Viertelstunde gewartet, wo ihr mit dem Auto hier kam. Ich war deswegen da nicht sind wir jetzt da. Da warst du nicht bei. Du weißt, mit der Kleben hier. Ja. Aber so, wohin jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja hier völlig fremd. Also ich habe mal einen kleinen Tipp. Das Wetter ist ja schön und ihr könnt jetzt so einen kleinen oder auch größeren Eisbecher vertragen. Wir hier mal um der Ecke, vielleicht haben wir Glück. Du bist ja schon klein, also kriegst du einen großen. Ich bin groß und krieg ein Kleid. Naja, zur Not tauschen wir. Ja, ich komme auf die Reste, ja. So. Also ganz ehrlich, ihr kennt ja diese Italiener, ne? Diese sogenannten Italiener, Albaner-Italiener. Mann, wirklich. Die haben keine Manieren, wirklich. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Einfach aufgestanden. Erstmal hat die Scheiße nach 50 Stunden, ne? Ohne Ende. Sinnlos, wir wollten nur ein Eis essen, ne? Dann kam hier, ist ja 3x, 4x, 5x alles vorbeigelatscht. Ja. Dann bringt er uns die Essenskarte anstatt Eiskarte. Ja, ja. Dann haben wir gesagt, wir haben ja nur gesagt, wir wollen Eis essen. So sieht's aus. Und vor allem kennt er uns ja, weil wir schon mal da den letzten Müll gegessen haben. Für teuer Geld. Ein bisschen. Nein, jetzt nicht. Und dann haben wir gesagt, alles klar, hauen wir direkt mal ab. Gehen wir anders Eis essen. Einfach auf die Stadt gegangen. Scheißegal. Vielleicht eben, wenn er. Nee, das ist ja eben. Ah, ja, hier, bitteschön, mein Lieber. Oh, la, la. Cool, Dankeschön. Das hat er verstanden. Das ist der Erste, der wirklich versteht. Egal, wo ich sonst, die haben trotzdem noch eine Waffe drin gedrückt. Die haben nochmal ein Tipp, ja, wo ich sage, hey, bitte. Mann, bitte schön. Alles klar, danke dir. Ich bedanke Sie mehrmals, gerne. So, ich esse heute nur ein kleines Eis. Ja. Also nur so ein. Also alle Kugeln, die auf dem Sortiment waren. Muss ich natürlich mich auch ganz herzlich bedanken bei Sandy. Weil der hat wieder ein Herz für Kinder. Für schwache Menschen. Ich will ja nicht so ein schlechtes Gewissen haben, dass ich hier alleine einen Eisbecher esse. Aber ich habe mir heute den Diätbecher bestellt. Ja, mit extra Karamell. Ach je. Wie kommt das denn darauf? Ich aus Versehen da aufgeträufelt. Ich glaube, das muss ich alles rausholen hier. Nee, aber. Ich esse nur das Eis. Aber da muss man wirklich sagen. Sandy ist einer der wenigen, die wirklich auch gute Projekte unterstützen und dort wirklich aus eigener Tasche auch dort Tatsache was startet und das ist immer, gibt es ganz wenige, ne? Die meisten, jetzt wisst ihr ja selber, will ich jetzt nicht so reintreten, aber da muss man schon sagen, das ist ein toller Mensch, ich habe den jetzt erst mehr oder weniger kurz kennengelernt und da, also Wahnsinn. Ja. Dann wird auch nicht daran gemessen, dass immer nur einer gibt oder so. Nee, gar nicht. Der sagt mir ganz klar, du hört mal zu bis hierhin und jetzt macht jeder seins und das ist auch in Ordnung, weil ist ja normal. Weil alle Leute natürlich, die denken, oh ja, hier Schauspieler, auch hier Mücke und so, weißt du, alle Millionäre. Nein, darum geht's gar nicht, weißt du. Ja, also, so, und jetzt lassen wir es uns schmecken. Und lieben Dank nochmal, Santi. Ich habe jetzt gerade ein Eis auf dich. Voll. Ja. Und gerne. Wir lassen das möchte ich auch gerne haben. Also, viel Spaß. Ciao. Ja. Nein, ihr müsst, hallo. Ich habe euch die ganze Zeit gewartet auf euch. Wartet doch mal. Na, ihr seid doch Ton, Regie und Kamera. Ja, wo sind denn die Eierkörper? Oder sind denn andere jetzt gewesen? Habe ich mich gerade blamiert? Naja, hätte ja sein können. Gut, dann warten wir auf die richtige Crew. Ach, sag mal, weißt du, was heute für ein Tag ist? 24. Aha. Weißt du, was noch viel witziger ist als 24? Haha, 25?
Entschuldigung. Ja, das war heute wieder mal ein kurzer Ausschnitt aus Berlin, Wittenbergplatz. Mücke, Santiago und Co. unterwegs. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Heute ist Cut, Ende, Feierabend. Ciao.